Zieht den Bayern die Lederhosen aus? Das haben die Fußballfreunde, vielleicht auch Sie, jahrelang gebrüllt. Nicht nur, weil Bayern ohne Lederhose dem Begriff Vorzeigeklub dann sicherlich eine ganz andere Dimension verleihen würden, sondern auch, weil alle gespannt waren, ob darunter nicht das echte Elend zum Vorschein käme. 20 Jahre hat der Münchner Nobelclub die Bundesliga in die Langeweile hineingespielt, alles dominiert. Und dabei wurden mit viel Geld und viel Erfolg Spieler herangezüchtet, für die inzwischen Elfmeter offenbar auch nur noch der Pegelstand ihres Kontos zu sein hat. Prompt macht jetzt in der Niederlage auch der eingefleischteste Bayern-Fan nicht mehr Laola, sondern Lamento. Und die Spieler liefern Erklärungen nach, die beim besten Willen nur noch mit jahrzehntelangem Kopfballtraining zu entschuldigen sind. Trotzdem, Christiane Meyer hat es nach der UEFA-Cup-Blamage diese Woche riskiert, ins Trainingslager hinzufahren. So wie die Bayern im Moment drauf ist, ist ja die Gefahr, dass sie nicht ein Interview kriegt, sondern gleich einen Profivertrag. Aber sie hat Glück gehabt. Also morgen kommt der Weihnachtsmann. Da hat er Pech gehabt, weil die Kinder sind gestern schon rausgeflogen. Und das ist Tatsache. In 7 von 10 deutschen Städten sind unter den Obdachlosen inzwischen Dutzende, die allenfalls gerade mal gelernt haben, wie man das eigentlich schreibt. Straßenkinder, sagt die Polizei, und das ist alles, was sie tun kann, denn die Kurzen sind meist noch nicht mal strafmündig. Also erleben Sie in Hamburg, in Frankfurt, in Berlin, in München die Abenteuer Pippi Langstrumpf, aber ohne Rückfahrkarte. Die meisten sind noch zu jung, um überhaupt zu begreifen, dass von dem, was das wenig unterm Strich überbleiben wird, von dem, was sie zum Beispiel auf dem Strich verdienen und erleben. Uli Karp also zu Hause bei denen, die keins mehr haben. Hallo! Ja, eindeutig. Also früher galten Sie als ein unheimlicher Aufreißer, das sind Sie heute nicht mehr. Nein, ich bin ein sehr bewusst und ich muss jemanden schon genauer kennen und ich gehe absolut nicht mit jedem Mädel mit. Nicht mal mit jedem zweiten? Nein, und das hat gegeben. Haben Sie mal gedacht, sich umzubringen? Ich glaube, drüber nachdenken tut man schon mal manchmal. Also niemals im realistischen Sinne, dass ich einen Strick geholt hätte oder irgendwas. Das in keinem Fall. Aber ich meine, man denkt vielleicht nicht als Umbringen, aber man denkt daran, wie wäre es eigentlich, wenn man gar nicht wäre oder wenn man nicht leben würde, ob man vielleicht dann nicht glücklicher wäre. Man stellt sich diese Frage. Im Nichts glücklich? Ob man vielleicht in diesem berühmten Nichts, das dann kommt, oder dass jeder stellt sich was anderes drunter vor. Ich habe auch eine bestimmte Vorstellung davon. Das ist ja schon fast buddhistisch. Im Nichts glücklich sein. Ja, das meine ich eben. Und ich weiß inzwischen, dass es mit Sicherheit der glücklichere Zustand das Nichts ist. Ich bin fest davon überzeugt. Umso mehr. Ja, Jungs, das ist wirklich nur Theorie. Das ist sicher Theorie. Man kann ja nicht nichts sein, das geht ja nicht. Ne? Ja, na gut, das ist also wie gesagt Theorie, aber wir sind dazu auserkoren, eine Zeit das Fenster aufzustoßen, aus dem Nichts ins Leben hinein. Ich finde das eine ganz tolle Erfindung. Ja, die schönste. Und ohne Alternative. Ja, ohne Alternative. Und man muss mit allen Freuden und vor allen Dingen auch mit den weniger schönen Dingen fertig werden. Und ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der sein Leben im extremen Maße, extrem hört sich als wild oder was an, aber im tiefen und wunderbaren Maße genießt. Oder Jürgens wären. Wer möchten Sie gern sein? Also ich kann mir eigentlich niemanden vorstellen, muss ich sagen. Aber ich würde vielleicht gerne ein Adler sein. Ist aber keine freudsche Assoziation zu Vögeln. Nein, das glaube ich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Hallo. Seit der Wende ist Leipzig ein ganz gefährliches Kopfsteinpflaster. Kriminelle demolieren da in einer Nacht Läden, die der Sozialismus in 40 Jahren nicht kaputt gekriegt hat. Manche Tante Emma müsste jede Nacht die Polizei anrufen, wenn sie nur endlich schon Telefon hätte. Deshalb patrouillieren zum Beispiel im gefährdeten Stadtteil Leutsch jetzt bewaffnete Bürgerwehren. Die Menschen wollen sich selber helfen. Manche Ladenbesitzer müssen sich jetzt um das bemühen, wovon sie früher nun wirklich genug hatten. Ladenhüter nämlich. Denn die Polizei scheint machtlos. Der Sachse singt, heißt es, aber das tut er eben gerade nicht, jedenfalls nicht auf der Polizeiwache, wenn die Beamten was rauskriegen wollen. Dieter Weiß versucht trotzdem, das Schweigen in der Nacht zu brechen. Ihre Sendung ist fabelhaft, aber sie wird mir zu schnell. Die Hektik geht schon wieder weiter, Frau Meisel. Ich traue mich kaum, es Ihnen zu sagen. Ja. Jetzt kommt noch mal was aus Rio. Haben Sie mal Hemmung? Ja, was kommt jetzt? Die Teilnehmer der Rio-Konferenz, die werden hervorragend informiert. Die kriegen sogar im Radio gesagt, wie sie sich vor Dieben schützen können. Vorausgesetzt, das Radio ist nicht sowieso schon geklaut worden. Am Mikrofon sitzt nämlich ein Mann, der manchen sowieso gestohlen bleiben kann. Nach der Show geht der immer hin und dann heißt es, die Gentlemen bitten zur Kasse. Der Moderator kriegt sein Geld richtig. Es ist Ronald Biggs.
Der lebt in Rio de Janeiro, ist inzwischen 62 und versilbert da seinen internationalen Ruf als genialer Posträuber. Dass er völlig skrupellos ist, hat er schon vor 10 Jahren bewiesen, als er mit der Punkband Sex Pistols eine Schallplatte aufnahm. 1963 hatte er bei einem britischen Postzug 2,5 Millionen Pfund, das waren damals 25 Millionen Mark, abgehoben und seitdem wollten die Briten ihn aus dem einen oder aus dem anderen Grund immer wieder haben. Sie haben ihn aber nicht gekriegt. Er war beim Gipfel. Sven Kunze über diesen Gipfel dahin. Studenten, die sich um gute Verbindungen bemühen, die heißen oft auch so. Burschen, Chor oder eben Verbindungsstudenten. Das sind junge Männer, die sich gegenseitig Löcher irgendwo hinsäbeln, um zu gucken, ob da dann das Bier wieder rausläuft. Laut Vorurteil hauen sie sich am liebsten auf den Kopf, weil da am wenigsten kaputt gehen kann. Politisch heißt es inzwischen, wären manche Burschenschaften so eine Art Antwort der Republikaner auf die junge Union. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Burschenschaften sind viel älter. Vor 175 Jahren auf der Wartburg gegründet, sind die deutschen Burschenschaften jetzt dorthin zurückgekommen. Im Osten geht es ihnen sowieso nicht so schlecht, leiden sie nicht so sehr unter ihrem Image, FDJ für Alkoholiker oder so, sondern sie gewinnen viele neue Mitglieder. Uli Stoll war da, als sie jetzt an der Wartburg waren. Er ist ohne Schmitz davon gekommen, sogar ohne Rausschmitz.